Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben. Das Fernsehen hängt. Jetzt sind wir da. Willkommen bei Domia. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, wenn ich an Autos denke, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte gerne mit euch über Geschichten rund um das Auto sprechen. Also, was ist euch in einem Auto schon mal passiert? Das kann etwas Schönes sein, etwas Dramatisches, etwas Trauriges, etwas Sexuelles kann das sein. Was ist euch durch ein Auto schon mal passiert? Hat sich euer Leben vielleicht gravierend verändert durch ein Auto? Beispielsweise durch einen Autounfall. Und ich möchte unbedingt mit so richtigen Autofreaks sprechen, die sagen, die Nummer 1 in meinem Leben ist mein Auto. Ist nicht meine Frau, sondern mein Auto. Ja, das ist unser Thema heute. Wenn ich an Autos denke, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist heute Nacht die Mariette. Hallo Mariette. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, ja. Domian. Hallo Mariette. 39 Jahre alt. Richtig. Stimmt. Ja, das Thema Autos. Ja, also wie du gerade eben da so schön da gesagt hast, Autofreak, das Auto kommt zuerst und dann die Frau. Also ich war fast 4 Jahre mit einem Italiener zusammen. Ja. Und da gab es also einen ganz großen Knackpunkt. Also wenn es um Sex ging, dann ging das also nur in seinem Ferrari. Ach. Ehrlich? Ehrlich. Das klingt ja wirklich wie... wie aus dem Film. Er hat nur einen hochgekriegt im Ferrari. Ja. Mehr, also jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Ja. Das heißt, ihr habt 4 Jahre nur Sex im Ferrari gehabt? Nur im Ferrari. Nein, das glaube ich nicht. Ehrlich? Ich habe da also wirklich dann schon angefangen zu zweifeln, ob das jetzt irgendwie an mir liegt, ob ich nicht irgendwie attraktiv genug bin oder... Ja. Ne, ich meine, man macht sich ja dann so seine Gedanken, ne? Ja. Wenn man daheim dann wirklich so alles ausprobiert, so richtig so mit Strapsen und kuscheliger Atmosphäre im Schlafzimmer und ne, also sich wirklich Mühe gibt und dann also wirklich nichts passiert, nicht mal ansatzweise. Also ihr wart 4 Jahre zusammen. Ja. Ihr habt euch auch irgendwie mal so kennengelernt. Und der allererste Sex hat dann auch im Auto stattgefunden? Auch im Auto, ja. Ich meine, gut, das ging aber dann noch von mir aus. Okay, kann man das verstehen, beim ersten Mal fummelt man gerne mal ein bisschen im Auto. Ja, aber ungefähr. Dann, so ja, aber dann hast du wirklich 1000 Sachen unternommen, Stichwort Straps, so, was du gerade gesagt hast. Ja. Und er ist gar nicht drauf eingegangen? Gar nicht, überhaupt nicht. Habt ihr zusammen gewohnt? Nee. Nicht? Das ging also nicht, weil er also beruflich viel unterwegs war als Verkaufsmanager. Ja. Und der, ja. Der Knabe hatte auch richtig Kohle, ne, wenn er so ein Auto fährt. Ja. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie in einem Ferrari gesessen. Die sehen von außen sehr unbequem aus zum Sitzen. Ist es so? Das sind sie auch, ja. Kann man denn zum Fahren, wunderschön. Ja. Also echt bequem, ne? Wenn man da so mit 180 mal über die Autobahn heizt dann, ne? Ja. Beziehungsweise teilweise dann, also bei uns gibt es da eine Strecke, die ist da ziemlich leer, ne? Dann auch mal mit 220, 230. Ja. Zum Fahren wunderbar. Kann ich jedem empfehlen. Ist wirklich ja, super. Wenn man mal so locker. Aber nicht beim Sex. Nicht beim Sex. Das ist meine Frage. Ist denn aber Platz genug, dass man und so weiter? Kann man da? Bedingt. Bedingt. Man holt sich also wirklich an allen Ecken und Enden blaue Flecken und Ergüsse. Verstauchungen, Verrenkungen, das klingt Zerrungen. Ja. Die Halsmuskulatur, ne? Ja, das klingt jetzt für uns, die wir das zum ersten Mal hören, sehr lustig irgendwie. Aber für dich war das dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr lustig, ne? Nee, es war also irgendwann dann wirklich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich werde auch nicht jünger. Ja. Und vor allem jetzt, nachdem ich letzte Woche da deine Sendung da verfolgt habe mit Sex im Alter, was mich also dann in meinem Beschluss jetzt nachträglich quasi 2 Jahre hinterher nochmal bestätigt hat, wo ich dann eben wirklich dann der Meinung war, für mich jetzt
in 20 Jahren, wenn ich Lust auf Sex habe, nochmal in Ferrari zu krabbeln, könnte dann doch etwas sehr anstrengend werden. Ja, unter Umständen. Du hast dich vor 2 Jahren von dem getrennt. Ja. Deswegen? Mit auch. Also ein anderer Punkt war dann noch, dass er halt so, ja, Italiener halt mit vielen Kindern und das alles auf seinem Zukunftsplan stehen hatte und das ließ ich also mit meinen Plänen also auch nicht so vereinbaren. Musste der, ich finde es wirklich sehr komisch, musste der Motor laufen, während ihr Sex hattet im Ferrari? Das war nicht unbedingt erforderlich. Das ging auch ohne. Wo seid ihr denn dann immer hingefahren? Ja, die konntest du doch nicht vorm Haus machen, bei dir vor der Tür. Nee, da ging es natürlich nicht, weil bei uns ja Mietshäuser dann auch noch außenrum sind. Ne? Ja. Wir sind halt dann rausgefahren, irgendwo ruhiges Plätzchen, so abgelegene Rastplätze und so. War der oder so? Irgendwo in ein Waldstückchen rein. Ja. Hattest du denn dann immer Lust oder hast du es dann ihm zuliebe getan? Nee, also immer natürlich nicht, ne? Also. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich dann auch schon Situationen, wo man sich halt dann sagt, ja gut, jetzt sehe ich ihn dann die nächsten 3-4 Wochen wieder dann eben nichts mehr. Und auch wenn ich jetzt keine Lust habe, dann mache ich es halt trotzdem. Ach so. Quasi auch, um ihm halt Gefallen zu tun, ist blöd jetzt ausgedrückt. Ne? Ja, aber ich kann es schon verstehen, wie du es meinst, ja. Lag das daran, musste es unbedingt der Ferrari sein oder stand der einfach irgendwie drauf, das im Auto zu machen? Nee, das musste wirklich sein Ferrari sein. Ich meine, auf die Idee bin ich natürlich auch irgendwann mal dann drauf gekommen. Ne? Mein Papa hat also einen sehr schönen Mercedes, der also wesentlich geräumiger ist. Genau. Der auch etwas Sex im Mercedes ist besser als im Ferrari. Freiheit lässt, so, ne? Indem sie schon mal die Sitze überhaupt hinter verstellen lassen und man die auch noch schön umklappen hätte können, beziehungsweise hat können. Und hast du ihm das vorgeschlagen? Das haben wir auch ausprobiert, ja. Und? Nichts. Nichts? Nichts. Wie nichts? Wirklich, es ging nicht? Nein, es ging nicht. Hör mal, der muss ja aber wirklich einen heftigen... Ich wollte es jetzt nicht, ich will es nicht böse ausdrücken. Aber heftig, ne? Oder? Ich meine, man kann es wirklich nicht anders sagen, ne? Das ist ja hochneurotisch, oder? Ich habe also wirklich eine lange Zeit, also bestimmt ein halbes Jahr damit rumgemacht, ob das nicht vielleicht dann doch an mir liegt, ne? Mhm. Ich meine, ich habe mir dann, muss ich also ehrlich sagen, dann auch Bestätigungen noch woanders dann quasi absichtlich dann geholt, ne, um für mich auszutesten, ne, ob ich überhaupt noch fähig bin im normalen Bett. Habt ihr denn noch irgendwie was stattfinden zu lassen, ne? Verstehe. Habt ihr denn darüber auch dann mal so ganz normal gesprochen? Ging das? Haben wir ja. Hat er das begründen können, warum das so ist? Ja, und zwar hat er das so begründet, dass er ja daheim in Italien eben aufgewachsen ist, bei seiner Mama. Ja. Und die Mama da immer ganz arg aufgepasst hat, dass vor der Hochzeit mit Mädchen und so nichts passiert. Ach so. Also wirklich streng römisch-katholisch erzogen. Das heißt, er musste immer in Autos ausweichen. Und so ist natürlich dann eben zustande gekommen, dass er, wenn er eben in dem Alter war und mit Mädchen was anfangen wollte, dann eben quasi im Auto seine ersten Erfahrungen gemacht hat. So fing es an. So sind die frühkindlichen Dinge geprägt bei ihm. Ja. Na, kindlich nicht gerade, aber... Es ist traurig, aber wahr. Mann, oh Mann. Was geht heute durch deinen Kopf, wenn du mal irgendwo in der Straße, auf der Straße einen Ferrari siehst? Ich habe also wirklich manchmal ein ganz dümmliches Grinsen auf dem Gesicht. Das ist sowas Skurriles, das habe ich noch nie gehört. Das ist wirklich völlig... Ich meine, also mich haben da auch schon manchmal Bekannte also drauf angesprochen, wenn das wirklich passiert, ne, und ich da wirklich so quasi planloses Grinsen anfange, weil ich da eben da wirklich da dann daran denken muss. Ne. Wobei es ja gar nicht mehr zum Grinsen ist für dich. Ne? Es ist es ist beides, zwiegespalten. Ja, damals nicht. Aber damals jetzt nicht, inzwischen also, ne, finde ich das also für mich selber auch, ich meine, es war, ich sag jetzt mal, einfach so eine geile Zeit. Also ich möchte es wirklich nicht missen. Es war ja auch schön. Es war ja nicht so, dass das nur jetzt irgendwie ein Krampf oder was gewesen wäre. Hast du den mal gefragt? Diese Frage liegt mir doch gerade sehr auf der Zunge. Hast du ihn mal gefragt, ob er auch nur in seinem Ferrari onanieren kann? Nee. Ne? Ist,
Ist ja eine interessante Fragestellung. Das ist wohl wahr, aber ja, das werde ich mal noch tun. Ach, du hast noch Kontakt mit ihm? Ja, ja, ich habe noch Kontakt mit ihm. Also wir sind jetzt nicht irgendwie im Bösen auseinandergegangen, ne? Ja. Ich meine, wir haben uns ganz normal getrennt, ne? Was ich meine, es war eine Zeit lang dann schon Funkstille, aber jetzt haben wir also einen normalen, sag ich mal, freundschaftlichen Umgang miteinander. Was aber komisch ist, also du hast es so erklärt, dass er früher dann nur ausweichen konnte auf Autos, um mit Mädels irgendwie intim zu werden. Dann könnte man ja denken, okay, der macht das gerne und nur in Autos. Aber warum das jetzt konzentriert ist, genau auf diese Automarke, das ist ja merkwürdig. Ja gut, das ist wahrscheinlich beruflich bedingt. Weil er bei Ferrari ist. Ach so, genau. Vermute ich mal, ne? Ich meine, wir machen ja überhaupt gar keine Schleichwerbung für Ferrari. Überhaupt nicht. Ne? Ich meine, das ist reiner Zufall. Es könnte jetzt auch ein Opel sein, oder ein Mercedes, genau, was mir also wirklich lieber gewesen wäre. Ne? Da hätte ich vielleicht dann auch sogar länger mit leben können. Mann. Marietta, das ist wirklich völlig verrückt, was du mir erzählt hast. Und ich wünsche dir Männer, mit denen du schönen Sex im Bett haben kannst. Oh ja. Richtig schön altmodisch und klassisch im Bett und nicht in so einem unbequemen Auto. Ich meine, es darf ja zwischendurch auch gerne mal wieder im Auto fahren, aber eben nicht nur. Nein, und auch nicht in so einem unbequemen Auto. Das ist der Knapppunkt. Genau. Alles Gute. Danke für deinen Anruf, Marietta. Jo, ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, tschüss. Ciao. Ja, ihr Lieben, das ist unser Thema. Unser Thema heute heißt, wenn ich an Autos denke, Pünktchen. Marietta denkt dann an ihren Sex im Ferrari. Aber an was denkt ihr? Was ist euch in einem Auto schon mal passiert, mit einem Auto passiert? Wie wichtig ist euch ein Auto? Frage ich mal die Jungs. In der Regel sind das ja Männer, die sagen, das Auto ist mir sehr, 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 sehr wichtig, um nicht noch einen sehr draufzusetzen. Also ich möchte gerne mit euch über Autos reden. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Weiter geht's mit Sven. Sven ist 32 Jahre alt. Hallo Sven. Moin, Domi. Ja, schönen guten Morgen. Hallöchen. Ja. Ich bin blind und fahre Auto. Du bist blind und fährst Auto? Ja. Wie geht das? Genau. Es gibt in Berlin oder in Deutschland gibt es einige Male, dass es Autofahren für Blinde gibt. Das kann man sich so vorstellen, dass man in einem Fahrschulwagen sitzt und neben einem sitzt ein Fahrschullehrer und der sagt einem, was man zu machen hat. Wie, der sagt, fahr jetzt ein bisschen rechts, ein bisschen links oder ein bisschen geradeaus oder was? Ganz genau, so sagt er das einem. Also wenn man jetzt da, muss alles alleine machen. Ja. Auto starten, Gas geben. Also du sitzt in einem ganz normalen Auto einer Fahrschule. Ganz genau, in einem Fahrschulwagen. Siehst gar nichts, du bist komplett blind. Ich kann noch ein bisschen was sehen, so 10, 15 Meter kann man noch so ungefähr sehen, aber mehr auch nicht. So, jetzt erklär mir das mal, wie das geht. Dann startest du den Motor. Ich starte den Motor. Ja. Vorher wurde mir gesagt, wo die Gänge sind, mit der rechten Hand, so wie es ja jeder normal Vollsehende auch machen kann. Und dann legt man den ersten Gang ein und lässt dann halt die Kupplung kommen und fährt dann los einfach. Ja. Und der Fahrschullehrer sagt dann einem, wo man lang zu fahren hat. Aber man kann doch gar nicht das so genau beschreiben als Beifahrer, wenn der Hauptfahrer fast nichts sieht. Das sind doch manchmal Nuancen, wie man lenken muss oder was man tun muss. Wie man reagiert. Muss ja erstmal der Beifahrer, also der Fahrschullehrer reagieren und dann sprechen und das dann dir sagen. Da vergehen ja wichtige Zehntelsekunden unter Umständen. Das ist richtig. Der Fahrschullehrer kann ja natürlich auch immer ins Lenkrad mitgreifen, wenn es zu gefährlichen Situationen kommt. Und der Fahrschullehrer sagt dann halt ein bisschen links, weiter links oder rechts, je nachdem, wo man lang zu fahren hat. Ja. Und wenn eine scharfe Kurve kommt, dann sagt er halt scharf links oder scharf rechts. Wie oft bist du jetzt schon so gefahren? Ich bin jetzt das vierte Mal schon gefahren. Und ist das ein regelrechter Fahrschulunterricht? Nein, das ist kein Fahrschulunterricht. Das ist eine Großveranstaltung mit dem Blindenverein hier in Berlin gewesen. Ich verstehe, also eine Ausnahmesache. Genau. Man hat also blinden Leuten die Möglichkeit gegeben, auch mal Auto zu fahren, unter der Aufsicht eines Fahrlehrers quasi. Ganz genau. Jetzt verstehe ich. Und das ist dann immer auch auf abgesperrten Geländen. Das war auch mal in der Neuchen. Ach so, das ist also nicht im normalen Autoverkehr. Nein, um Gottes Willen. Ach so, deswegen war ich so erstaunt gerade und konnte mir das gar nicht vorstellen. Jetzt kapiere ich.
Ja. Mhm. Mhm. Und in Werneuchen war das auf dem Flughafengelände, auf dem stillgelegten. Mhm. Und da waren dann auch Geschwindigkeiten bei einigen bis zu 140 km/h. Wow. Und du? Auch so schnell gefahren? 120 war es bei mir. Was ist das? Ich fahre auch viel Auto und stelle mir das gerade vor. Wenn man das noch nie vorher so erfahren hat, und man hat die Augen zu, also ich stelle es mir dann vor, indem ich meine Augen schließe. Ja. Was ist das für ein Gefühl? So eine Geschwindigkeit selbst zu produzieren und daran letztendlich die zu beherrschen, auch die Geschwindigkeit. Also ich selber kann es jetzt nur sagen, es ist faszinierend eigentlich, dass man selber das Auto selber fährt, aber wie das Gefühl nun ganz genau ist, kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es für einen eigentlich unbeschreiblich ist. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl, ein interessantes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und wahrscheinlich bedauerst du, dass du nicht so im normalen Leben Auto fahren kannst. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein, weil ich kenne es nicht anders und dadurch fehlt es mir auch nicht. Mhm. Ich mache es eigentlich immer so mit wenn man so sagen will, aus Gaudi. Aus Gaudi. Also, ja. War das jetzt so eine einmalige Aktion oder wird die immer wieder in Berlin durchgeführt? Also in Berlin ist alle 2 Jahre wird das durchgeführt, höchstwahrscheinlich in 2 Jahren jetzt wieder. Ist doch eine super tolle Anregung, das in anderen großen Städten auch für blinde Menschen anzubieten, die daran Spaß haben, dass sie das halt mal machen können. Wird es auch in anderen Städten, in Leipzig war es auch schon, in Köln war es auch jetzt vor kurzem. Ah ja, siehste, ist an mir vorbeigegangen, habe ich nicht mitbekommen. Ja. Mhm. Ja. Und es gibt ja auch die Möglichkeiten für die Normalsehenden, da gibt es auch die Übungsplätze vom ADAC oder von anderen Anbietern, wo jetzt Leute, die noch keinen Führerschein haben, da selber schon mal fahren dürfen, zu testen. Und da könnte man das, wenn man jetzt könnte man es machen. Einen Bekannten hat und mal das selber ausprobieren will, man kann ja dann immer noch sofort die Augen öffnen, ihr jedenfalls, und dann sagen, oh Gott, jetzt wäre... Ja, bei der Vorstellung gerade ging mir so durch den Kopf, dass man der Person, mit der man im Auto sitzt, ja 1000%ig vertrauen muss. Ja. Ne, sonst passieren schlimme Sachen. Ja, genau. Mhm. Und auf den Übungsgeländen ist das ja dann halt, da sind ja wirklich alles Leute, muss ja einer neben einem sitzen, Dann der Führerschein hat, sonst geht's ja gar nicht. Was fandst du am interessantesten? Welches Gefühl? Beispielsweise das Gefühl des Beschleunigens, indem du auf das Gas drückst und dann saust das Ding los? Das war das auch, aber auch, dass man mal mitkriegt, wie lange braucht das Auto überhaupt, wenn man auf die Bremse tritt, bis es endgültig steht. Ja, interessant, das kriegt man so natürlich sonst nicht so mit und kann das nicht so empfinden, zumindest nicht. Ja. Mhm. Und das Beste, was ich da auch mal hatte, hat der Fahrlehrer auch gemeint, ich soll einfach mal eine Vollbremsung machen. Ja. Und das ist natürlich für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist das wahnsinnig. Ja. Wahnsinniges Gefühl. Also, ein richtiger Gaudi für dich. Ja. Und du bist das nächste Mal wieder dabei. Auf jeden Fall. Dann bin ich wieder dabei. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß, wenn du es wieder machst. Und ich sage von mir aus schöne und sehr herzliche Grüße nach Berlin. Danke. Auf Wiederhören, Sven. Jo, tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht, wenn ich an Autos denke, ... Wenn ihr an Autos denkt, an was denkt ihr dann? An welche Erlebnisse, an welche Vorkommnisse? Welche Rolle spielt oder hat ein Auto in eurem Leben schon gespielt? Was hat denn ein Auto vielleicht mit eurem Leben schon angerichtet? 0800 220 5050. Hier ist Andy und Andy ist 22. Hallo. Mein Lieber. Hi. Andy, bitte. Andy. Ja, finde ich auch besser als Andy. Jawohl. Andy. Und Autos? Auto, ja. Ja. Mein Leben besteht irgendwie aus Autos oder aus einem Auto, aus meinem Wagen. Nämlich, was hast du für einen? Ich habe einen Golf 1, 23 Jahre alt. 23 Jahre alt, Golf 1. Jawohl. Lass mich raten, der ist tiefer gelegt. Richtig. Er hat getönte Scheiben. Nein. Nein? Beschreib den Wagen mal ein bisschen. Ja, der ist halt getunt und veredelt, wo es nur geht. Ja. Der ist halt, wie du schon sagtest, tiefer gelegt. Der hat überall Chrom und Gold, glänzt und blinkt, hat eine besondere Lackierung. Ja. Etc. Ja, sehr zeit- und kostenintensiv das Ganze. Genau, das kann ich mir vorstellen. Das Auto ist älter als du. Richtig.
Du bist 22 und seit wann hast du das Auto? Ich habe den Wagen jetzt seit einem knappen Jahr. Ich habe vorher schon mal ein anderes, in Anführungsstrichen, Projekt gehabt, einen anderen Wagen. Ja. Und diesen jetzt habe ich mir letzten Juli oder August gekauft. Was hat er gekostet, als du ihn gekauft hast? War ja nur ein altes Auto. Ja, der war schon etwas restauriert. Da habe ich noch 5.000 Euro für bezahlt. Ah ja. Und jetzt hat er halt einen Wert von ca. 25.000 Euro, sag ich mal. Wie viel hast du denn reingepumpt? Ja, einiges. Also Pi mal Daumen, 20.000, kannst schon hinkommen. Boah, woher hast du die Kohle? Ja, ich arbeite halt, wir haben Familienbetrieb, Passt vielleicht ganz gut, ist eine Tankstelle. Ja, sehr passend, ja. Und das, was ich halt so verdiene, davon fließt das meiste halt in mein Autochen. Da würdest du schon sagen, das Auto ist deine ganz große Liebe. Könnte man sagen, ja. Mhm. Gibt es auch eine Frau im Moment in deinem Leben? Ja, ich habe eine Beziehung seit 2 Jahren. Ja, und wie geht die damit? Freundin. Ja. Und die ist nicht immer ganz so einverstanden mit dem, was ich so mache, wenn ich halt abends mal in der Halle sitze, anstatt bei ihr zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das frisst ja auch nicht nur viel Geld, das Auto, dieses Hobby, sondern auch viel Zeit, ne? Richtig, richtig. Mhm. Und ich bin halt abends, anstatt dass wir mal ins Kino gehen oder so, fahre ich dann in der Halle und bin am Schrauben. Ja. Da ist sie nicht immer ganz so glücklich mit. Aber ich versuche schon so ein bisschen zu drosseln. Und nur wenn jetzt ja wieder der Winter kommt, dann ist mein Auto abgemeldet, weil im Winter fahre ich den nicht. Ah, verstehe. Es könnte was ankommen. Salz, Wasser und sowas. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann verbringe ich halt sehr viel Zeit damit. Mhm. Wenn du sagen würdest, was ist das Schönste an deinem Auto? Was gefällt dir am allerbesten, wenn du so drin sitzt oder wenn du es dir anguckst von außen? Mhm, am besten gefällt mir an meinem Auto der Innenraum. Der Innenraum? Genau. Wie sieht der Innenraum aus? Im Innenraum ist halt alles weitgehend original vom Aussehen her. Es ist aber alles mit vanillefarbenem Leder bezogen vom Mercedes. Wow. Die Armaturen sind alle aus Carbon und Pianolack schwarz. Das Lenkrad ist verchromt und so. Mann, wie fühlt man sich, wenn man da drin sitzt? Lässig. Aber sag mal, wenn man so ein tolles Auto hat und so viel Geld da reingepumpt hat, du kannst den doch nie mal ruhig irgendwo parken, ne? Da muss man doch Angst haben, der wird geklaut oder irgendjemand verkratzt den oder so. Ja, das ist mal ganz schlimm. Also meine Freundin, die ist nach Essen gezogen. Ich komme aus der Nähe von Münster. Mhm. Deshalb sehen wir uns jetzt eh nur am Wochenende. Und wenn ich bei ihr bin, muss ich ständig aus dem Fenster gucken, ob es meinem Auto noch gut geht, weil ich habe Angst, dass da einer dran geht. Ja, klar. Verständlicherweise. Und das nervt sie dann wieder. Auch, ja. Wenn ich dann nachts mal wach werde, dann gehe ich mal kurz zum Fenster und guck mal, ob mein Auto noch so da steht, wie ich es da hingestellt habe. Denkst du beim Sex auch an dein Auto, ob das noch da steht? Nee, absolut nicht. Also so schlimm ist es. Das sehe ich dann schon. So schlimm ist es noch nicht. Und wenn ich dir jetzt die große Frage stellen würde, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen deiner Freundin oder deinem Auto, für wen oder was würdest du dich entscheiden? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also da wüsste ich jetzt, glaube ich, gar keine Antwort. Oh, lass das deine Freundin nicht hören. Ich trenne das beides. Ja. Das Auto ist aber nicht genauso viel wert wie meine Freundin. Meine Freundin geht da doch letztendlich vor. Aber ich zeige ihr das manchmal nicht so. Das ist ein Problem. Aber das weißt du. Tut mir auch immer leid. Das war jetzt keine klare Antwort. Das war schon so ein bisschen rumgeeiert, ne? Also, ja. Das Auto ist schon verdammt wichtig, ne? Es spielt eine sehr große Rolle, sag ich mal. Mhm. Gab es denn schon mal so fast schon Eifersuchtsszenen zwischen euch, dass die Freundin sagte, ich habe keinen Bock mehr auf das Auto, es nervt mich und sowas? Das war schon sehr oft der Fall, dass sie gesagt hat, dein scheiß Auto geht immer vor. Mhm. Und es wird auch noch öfter der Fall sein, sage ich mal. Das wird immer ein Problem sein, glaube ich. Aber sie lebt damit. Sie mag es ja auch. Aber wenn ich so viel Zeit mit dem Wagen verbringe, das gefällt ihr dann wiederum nicht. Klar. Wenn sie jetzt so drauf wäre, würde sagen, pass mal auf, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich verlange von dir, dass du das Auto abschaffst. Ich glaube, damit könnte ich nicht leben. Dann könntest du nicht leben. Dann würdest du dich fürs Auto entscheiden. Und wenn ich's abschaffen würde, würde irgendwann der nächste Wagen da stehen. Mhm. Und an dem würde ich dann wieder sitzen. Aber sie hat auch Spaß dran und fährt auch gerne mit. Ja, das Lustige ist ja, wir haben uns durch mein Auto kennengelernt vor 2 Jahren. Wie kam das? Es gibt ja immer so VW-Treffen und Tuning-Treffen, wo sich dann halt alles versammelt. Und ein Bekannter von mir hat sie mitgebracht und sie hat dann einfach mal mich angesprochen und hat gefragt, nimmst du mich mal eine Runde mit, wenn du in Münster bist? Ach so. So, und das hat sich dann halt mehr und mehr entwickelt und seitdem sind wir jetzt zusammen, also schon über 2 Jahre halt. Also dann hat sie ja schon so ein bisschen so eine Affinität, so ein Draht zu Autos schon auch, ne, wenn sie auf so ein Treffen geht und... Genau. Ja. Also sie mag auch Autos. Ja. Nur halt, wenn ich so viel Zeit damit verbringe, eben nicht. Achtest du darauf, dass sie auch die Schuhe immer sauber hat, wenn sie einsteigt? Nein, so extrem bin ich nicht. Ich habe immer Fußmatten, die lege ich für den Alltag ins Auto. Ja.
Und auf dem VW-Treffen nehme ich sie dann raus oder ich lege andere Fußmatten rein. Ein richtiger Freak. Ich mag's schon. Was machst du denn jetzt im Winter, wenn das Ding abgemeldet ist? Ja, im Winter halt, da wird der Motor ausgebaut, da wird der Motorraum neu lackiert, da werden die Felgen noch verchromt und ich finde immer was man machen kann. Sind das notwendige Arbeiten? Muss der Motor rausgenommen werden? Muss es neu lackiert werden oder machst du es einfach so? Muss ist immer relativ. Muss gar nichts, aber für mich, ich brauche das irgendwie für mich. Ja. Also dein ganz großes, ganz liebes Hobby. Gibt es, mit was fährst du dann jetzt im Winter? Im Winter, da werde ich mir ein Polo kaufen für 100-300 Euro. Ach so, verstehe. Und der wird dann nächstes Jahr wieder schön poliert und verkauft, vielleicht noch mit Gewinn. Hast du ein Traumauto? Ich habe ein Traumauto. Abgesehen von meinem Wagen jetzt, ich möchte gerne später irgendwann einen schönen Porsche 911 fahren. Mhm. Muss kein neuer sein, die alten Modelle gefallen mir eh besser. Ja, und du bist der Tüftler und kennst dich. Hast du Kfz-Mechanik gelernt? Nein, ich bin Kaufmann gelernter. Ja. Einzelhandelskaufmann, habe mir das aber nach und nach so alles angeeignet, weil aus meinem Bekanntenkreis sind ziemlich viele Leute dabei, die schrauben halt selber. Mhm. Unter anderem der Michael, bei dem war ich halt sehr oft, oder beim Axel. Und da habe ich immer so zugeguckt und mitgeholfen und dann hat sich das so entwickelt. Klar, da kann man sich das abgucken, das Ganze. Das heißt, da gibt's auch so einen Freundeskreis, die auch so Jack sind wie du und wo ihr dann gemeinsam auch fachsimpeln könnt. Genau. Ja. Hast du meinen ersten Anrufer gerade mitbekommen, die Mariette? Marietta? Ja, mit dem Pferd noch alles richtig im Kopf ist, wenn also, ich vorsichtig ausdrücke. So schlimm soll es bei dir nie kommen. Nee. Finde ich schon sehr extrem. Ja, das ist wirklich extrem. Das ist wirklich absolut extrem. Bei dir ist es noch so haarscharf im grünen Bereich, finde ich. Genau. Und wenn die Freundin sich damit arrangiert, das ist ja auch okay. Wenn sie gerne. Ja, also wenn ich in meinem Auto Geschlechtsverkehr haben sollte, sage ich mal, dann würde ich, glaube ich, eher Angst haben, dass an die Polster was passt. Genau, das habe ich gar nicht gefragt. Hast du in deinem schicken Golf schon mal Geschlechtsverkehr gehabt? Noch kein Mal? Ja, doch. Doch. Aber schön aufgepasst. Alles weggewischt hinterher, ne? Immer ein paar Tücher liegen daneben. Aber sicher doch. Ja, dass da bloß keine Ränder entstehen, ne? Und so. Aber bei Leder geht's noch. Leder geht das, ja. Das ist ja praktisch, stimmt. Andi, ja. Danke für den Anruf. War sehr nett mit dir. Ja, super. Auch danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, mein Promi-Gast diese Woche am Samstag ist die Mutter der Nation. Das war ja früher Inge Meisel und jetzt ist das Helga Beimer alias Marie-Louise Marian. Sie ist mein Promi-Gast Samstagabend im WDR Fernsehen 11:30 und wenn ihr gerne mit Mutter Beimer euch auch unterhalten wollt, dann meldet euch am besten schon mal an per Mail und wir rufen euch dann Samstag zurück. Ihr könnt natürlich auch während der Sendung anrufen und eine Stunde vor der Sendung. Also dies ist ein Hinweis auf unsere Samstagssendung. Jetzt geht es weiter mit Christiane, stimmt das? Ja, richtig. Hallo Christiane, 36 ja, guten Jahre Morgen. Alt. Genau. Guten Morgen. Wo du jetzt gerade mit Anni telefonierst, irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast meinen Mann am Telefon. Ehrlich? Ja. Du sagst das mit einer ernsten Stimme. Ja, weil der ist, Entschuldigung Andi, aber der ist noch bekloppter. Der hat nichts anderes mehr im Kopf als seine Autos. Weil an erster Stelle steht das Cabrio. An zweiter Stelle steht der Crosser, so ein Rennwagen. An dritter Stelle steht der Touring, dann kommt der Twingo, dann kommt vielleicht irgendwann mal so seine Frau. Wie viele Autos habt ihr? Fünf. Fünf Autos? Ja. Boah, wie finanziert er das denn? Habt ihr gut Kohle? Schön wär's. Nee, das finanziert er sich durch Schrauben nebenbei. Ach so. Und ab und zu kriegt er dann halt auch mal so vom Rennen halt, dass er da ein bisschen Geld kriegt. Fünf Autos, das kostet ja auch eine Menge Geld. Allein schon die ganzen Unterhaltungskosten und das ja, auf jeden was Fall. Alles einfallen ja. fällt. Wie lange bist du mit ihm zusammen? 19 Jahre. 19 Jahre. Und geht das die ganzen 19 Jahre schon so? Nee, das ist eigentlich, sag ich mal, so 15, 16 Jahre ist das so. Ja, immerhin auch dann schon sehr lange. Ne? Ja, ja, klar. Und fing dann so peu à peu an, so mit einem Auto erstmal. Und Ja, so ein bisschen Schrauben. Und ich gebe es ja zu, ich finde es also auch ganz interessant. Nur wenn es mir also zu viel wird, dann haue ich mit der Faust auf den Tisch und dann sage ich so bis hierhin und nicht weiter. Weil als unser Kleiner damals geboren wurde, der ist heute 15, hat mein Vater mich mit Wehen ins Krankenhaus gebracht, weil der gnädige Herr mal wieder im Auto am Schrauben war. Oh. Und, wusste, dass du Wehen hattest und ja. dann hat er war das für ihn wichtiger, am Auto zu schrauben, als denn dich in die Klinik zu bringen? Ja, so nach dem Motto, erste Kind dauert ja eh länger, ich komme dann gleich nach. Das war hart, ne?
Ja, das ist also, der hat also wirklich nichts anderes als die Autos im Kopf. Wenn ich jetzt einen Unfall habe oder was, der würde nicht fragen, irgendwie, Schatz, ist dir was passiert, sondern, oh Gott, was ist mit dem Auto? Da hört der Spaß aber irgendwann auf, ne? Ja, natürlich hört der Spaß da auf und also es ist echt extrem und ich kriege ihn auch überhaupt nicht zu Gesicht und er hat also auch so eine Halle, die ist ausgestattet wie eine Werkstatt und da schraubt er und er geht morgens um, was weiß ich, wenn er frei hat, Urlaub hat, er geht morgens um 9, 10 Uhr aus dem Haus und kommt dann nachts so um 2, 3 Uhr nach Hause. Gibt es Urlaube? Fahrt ihr gemeinsam in Urlaub? Ja, das schon, aber dann muss also das Cabrio mit und dann am Strand bloß aufpassen, dass er im Sichtbereich steht und wenn wir vom Strand dann hochfahren, muss das Auto ausgesaugt werden und es muss ja gewaschen werden und um Gottes Willen, da liegt jetzt ein bisschen Sand drin also, oder es liegen irgendwelche Pinien drin. Also du musst schon sehr aufpassen mit den Schuhen, dass du da nicht Dreck rein... Natürlich, das ist... Also ich gehe mal davon aus, so wie du es jetzt geschildert hast, dass das wirklich 95% seiner Freizeit für das Auto draufgehen. 98%. Ja. Und für die letzten 2% dann für die Familie? Ja. Du hast gerade von einem Kind gesprochen. Wie viele Kinder habt ihr insgesamt? Eins. Ein Kind. Mhm. Das heißt, außer Urlaub hast du eigentlich von deinem Mann gar nichts, oder wie? Nee, richtig. Also auch wenn Feiern anstehen, es wird also nicht gefragt, kommt ihr, sondern es wird immer gefragt, kommst du, weil er hat dann wieder irgendeine Ausrede, dass es ihm vielleicht nicht geht oder sonstiges und wo ist er in der Halle. Ach so, weil alle Leute schon wissen, da müssen wir gar nicht fragen, der liegt unterm Auto. Genau. Aber sag mal, das ist ja schon wirklich nicht mehr lustig. Bei Andi war es ja noch okay gerade. Wie hältst du das aus? Das fragen mich viele, ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Weil irgendwann geht einem doch, reicht's dann, ne? Irgendwann sagt man, also wenn ich den so klar fragen würde, wie ich den Andi gerade gefragt habe, du musst dich entscheiden zwischen deinem Auto oder deinen Autos in eurem Fall und deiner Frau. Er würde sagen, seine Autos. Und damit kannst du leben? Damit könnte ich nicht leben mit so einem Typ. Also ich habe mich so ein bisschen mit daran arrangiert und ich bin eigentlich auch so ein bisschen autonah und ganz großer Formel-1-Fan und finde das ja auch ganz witzig, wenn ich da jetzt halt mitfahre zum Rennen, wenn er selber fährt, wobei das für mich emotional absolut die Hölle ist, weil ich bin ein Nervenbündel, wenn der da steht. Ne? Mhm. Und also es ist auch schon teilweise heftig, dass also die überschlagen sich da ständig und die rasen ja wirklich dann über diese Acker drüber. Und weiß ich nicht. Also mir macht selber Spaß, auch diesen Renner mal zu fahren. Aber ins Rennen, da würde ich mir, glaube ich, irgendwie in der Startaufstellung schon in die Hose machen. Dennoch, nochmal die Frage. Ist es einem irgendwann nicht zu viel? Und es ist doch irgendwie auch verbunden mit einer permanenten Demütigung und Verletzung. Ja. Wenn bei allem Verständnis für ein Hobby und vor allem Verständnis für irgendwie Autoliebhaberei, aber irgendwo ist doch eine Grenze. Und wenn die Frau so in den Hintergrund und die Familie so in den Hintergrund gedrückt wird, muss doch da auch irgendwie Zorn bei dir aufkommen. Ja, teilweise schon gewaltig, aber dann haue ich mal wieder mit der Faust auf den Tisch und dann geht's mal wieder für 14 Tage, 3 Wochen gut, dann ist er auch super lieb und dann kommt halt wirklich, das ist für den wie so eine Sucht. Im Klartext heißt das ja, wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Liebe nicht mehr so dolle ist zu dir. Nee. Also so, er sagt zwar immer, ich liebe dich und es ist ihm auch wichtig, dass ich also mit dabei bin. Aber also ich denke wirklich, wenn ich sagen würde, so bis hierhin, entweder die Autos oder ich, dann würde er, glaube ich, sagen, ich nehme die Autos. Okay, ich spiele mal einen anderen Fall durch. Wenn du sagen würdest, wenn du nicht die Radikallösung sagen würdest, entweder die Autos oder ich, wenn du sagen würdest, er hat 5 Autos, du sagst, 3 kommen weg. Könntest du dir vorstellen, dass er da auf einen Kompromiss eingeht? Das könnte ich mir eher vorstellen. Dann mach es doch mal, forcier es doch mal. Habe ich ja schon probiert. Dann war einer weg und dann kam wieder ein neuer. Aber ich habe den Eindruck auch, dass du das auch irgendwie so laufen lässt und so mitmachst. Ja, ich habe mich eigentlich jahrelang darüber aufgeregt, habe mich geärgert, bin auch schon ausgezogen, habe also schon gesagt, so, Freunde, tschüss. Ach so, so, ja. Krass war schon. Ja, und dann hat er gesagt, das macht meine, hat er zu den Jungs an der Halle gesagt, meine Frau macht das sowieso nicht. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so, da ist der Mietvertrag dann und dann kommen die Möbel, ich sage tschüss. Und da fing er eigentlich an, dass er wach geworden ist, so dass also Auto nicht alles ist. Und er hatte ja dann halt Angst, sein Cabrio, sein heißgeliebtes Schätzchen steht ja im Brief auf meinem Namen. Und dann nimmst du das denn dann noch mit? Ich sag, nö, ich sag, den kannst du dir sonst wohin stecken. Ich sag, ich brauch das nicht. Und warum bist du wieder zurückgekommen zu ihm? Liebe. Ist es so, nach wie vor? Ja. Trotz der Verletzung? Ja. Ich
glaube, sonst würde ich das alles nicht mehr durchhalten, sonst wäre ich nicht mehr hier. Ich glaube, Christian, ich könnte sowas nicht, was du da machst. Ich würde mich da irgendwie nach einer gewissen Zeit, hätte ich so einen Hals und... Also ich musste irgendwie ein Signal von ihm bekommen, dass er mir auch entgegenkommt. Und das macht er ja teilweise, wenn es also so um Rennen geht, die weiter weg sind, dass ich dann sage, so stopp. Und da nimmt er dann wohl, er knurrt zwar dann, aber dann sage ich nö. Und dann bin ich eigentlich auch sehr stur und dann ja, gut, aber sieht er das dann auch ein. Aber der Kompromiss wäre mir noch zu klein. Allein die Aussage, 98% der Freizeit verbringt der Mann mit dem Auto, wäre für mich ein Killer für eine Beziehung. Er merkt auch jetzt eigentlich, dass ich mich immer mehr von ihm und auch von der Halle da, von dieser Gemeinschaft da eigentlich distanziere, dass ich also sage, nö, ich sag, mach du mal, ich setz mich aufs Pferd, ich hau dann ab und weiß er nicht, dann taucht er schon mal so zwischendurch am Stall auf und guckt dann halt mal so, was macht sie denn? Mhm. Aber wie lange warst du eigentlich von ihm getrennt damals? Fast 2 Jahre. Ach, so lange? Mhm. 2 Jahre? Mhm. Und dann bist du von dir aus wieder zurückgekommen? Ja. Hattest du den Jungen mitgenommen? Ja, der ist mitgegangen. Hat er sich denn bemüht um dich? Sehr. Da hat er sich total bemüht. Aber das ist ja nur auch was. Also dann hat er ja gemerkt, dass du auch ernst kannst, ne? Mhm. Richtig. Und trotzdem nach diesen 2 Jahren ist es dann wieder so weitergegangen wie vorher. Nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich. Ja, ne? Dann fing das wieder so schleichend an und auch Schätzchen, lass uns doch mal hier gucken und guck mal hier und ja, das ist also, er hat zum Beispiel in den Grosser, weiß ich nicht, was er da an Geld reingesteckt hat, da geht am Rennwochenende 800 Euro mal eben so durch. Mhm. Dann ist die Strecke, was weiß ich, eine blöde Bedingung und brauche andere Reifen. Mhm. Und in unser Cabrio hat er 18.000 Euro reingesteckt. Was macht er vom Beruf? Der fährt für einen Blumengroßhandel, er fährt also auch eine LKW. Achso, das heißt, er verdient wirklich nicht Großkohle? Nö. Er ist kein Großverdiener? Nö. Das heißt, alles... Das macht er sich dann halt durch sein Geld nebenbei. Mhm. Wenn er da jetzt, was weiß ich, mal für Kumpels das Auto repariert oder ein Auto mal schlachtet, dann halt das Geld. Leidet denn die Familie, leidest du und der Junge auch finanziell darunter, dass ihr euch... Nein. Das nicht. Aber nein, das ist alles geregelt. Das ist alles geregelt, ja. Weil sonst würde ich sagen, so, das war's. Mhm. Aber ich muss dir sagen, ich bin doch sehr, sehr beeindruckt davon, dass du das 2 Jahre ausgehalten hast und negativ beeindruckt davon, dass er... Na, obwohl er dann so einen Schuss von Bug bekommen hat, dann, nachdem er wieder zusammen war, wieder damit angefangen hat und das Risiko bewusst eingeht, dass du vielleicht wieder ihn verlassen wirst. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann gehe, gehe ich endgültig. Dann ist es endgültig. Ja. Ja. Aber das klingt für ihn wirklich wie eine Sucht. Ich wollte es gerade sagen, wie eine Sucht. Das ist für ihn wirklich wie eine absolute Sucht. Gibt das es jetzt irgendwie noch so einen I-Punkt, wo du sagst, wenn das jetzt auch noch passiert, dann bin ich wirklich endgültig weg? Also ich denke mal, wenn er sich jetzt, weil ich bin nicht gerade begeistert mit diesen Rennen fahren. Klar, angucken im Fernsehen ist okay, aber wenn du dann selber, sag ich mal, als Frau an der Strecke stehst, das ist die Hölle. Und wenn du dann wirklich siehst, die fahren ihm vorne ins Auto, die fahren ihm hinten ins Auto. Oder es war jetzt ein schwerer Unfall, da ist so ein Freikrosser, das sagt ihr wahrscheinlich gar nicht. Die Dinger sehen aus wie so ein Grashüpfer auf Rädern. Ach so, sowas. Und der hat einen Streckenposten lebensgefährlich verletzt dabei. Und dann habe ich also sofort gesagt, Feierabend, Jungs, Auto aufladen, wir fahren nach Hause. Und dann ziehen sie also auch genau mit, weil sie dann wissen, bei mir ist ein Punkt, wo ich sage, jetzt ist Feierabend. Also ich denke mal, wenn er sich schwer verletzt in diesem Rennen, dass ich dann sage, so, das war's. Ich habe es ihm immer gesagt, ich sage, pass auf dich auf. Ja. Und weil es hängt ja nun mal halt, sage ich mal, eine ganze Familie mit dran. Und ich sage, wenn da irgendwas ist und ich sage, dann war's das für mich. Also ich finde, du hast alles Recht der Welt, da eine klare Konsequenz zu ziehen, nach dem, was du mir jetzt alles erzählt hast. Liebe Christiane, danke für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Domian, kriege ich noch ein Autogramm von dir? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, ein Hinweis an dieser Stelle für morgen. Morgen gibt es bei uns, machen wir einen Hurentag. Morgen ernennen wir unsere Sendung zum Hurentag. Das heißt, ich möchte gerne morgen, nicht ausschließlich, aber mit sehr vielen Huren sprechen. Ich weiß, dass die Mädels aus diesem Gewerbe diese Sendung hier sehr oft sehen und gerne gucken und hören. Und ich habe mich immer gerne mit Frauen unterhalten, die auf den Strich gehen, die in Bordells arbeiten, die also Huren sind. Also morgen möchte ich gerne mit Huren sprechen oder diesmal waren.
Wenn ihr euch heute schon anmelden wollt, ihr Mädels, dann mailt am besten schon mal unter domian@wdr.de oder morgen eben eine Stunde vor der Sendung sind die Leitungen auch schon geschaltet. Andrea, 44 Jahre alt. Hallo Andrea. Ja. Hallo Andrea, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, unser Thema heißt, wenn ich an Autos denke, Pünktchen. Dann kriege ich Bauchschmerzen. Warum? Vor 19 Jahren, im September 86, bin ich schwanger geworden, trotz Spirale. Mhm. Habe durch die Spirale wahrscheinlich einen Zwilling verloren. Mhm. Und das Kind, das dabei übrig geblieben ist, ist ein kleines Mädchen, klein, mittlerweile mit 18,5 Jahren immer noch, weil sie nur 1,50 Meter geworden ist, mhm, groß, aber ein Ausbund an Liebe und Aggressivität. An Liebe und Aggressivität? Ja. Mhm. Ich habe durch 13 Jahre Festhalttherapie es geschafft, sie also zum, ja, also für sie ist Körperkontakt jetzt nicht mehr nur schlimm. Ich habe die Therapie gar nicht verstanden. Was für eine Therapie war das? Festhaltetherapie. Nach Irina Prekop oder so. Also das ist eine Dame aus dem Baltikum wohl gewesen, zum Balkan. Und die hat also damals herausbekommen, dass wenn man jemanden festhält, im ersten Moment natürlich gegen seinen Willen, dann kommt Wut, Aggression, dann irgendwann Resignation, Trauer und dann auf einmal befreiende Tränen. Und in diesem Moment, wo die Tränen kommen, hat man auf einmal ein anlehnungsbedürftiges, sehr anschmiegsames kleines Wesen im Arm. So, jetzt erklärst du mir den Zusammenhang mit dem Auto. Das Auto hat damit zu tun, ich bin am 11. Dezember 86 mit meinen beiden anderen kleinen Kindern, damals 4 und 2, mit dem Wagen unterwegs gewesen. Damals gab es hier noch eine Straßenbahn, die ist im nächsten Jahr dann nicht mehr gewesen, aber die Strecke ist für mich also immer noch Horror. Und da gab es einen Unfall? Ich musste hinter der stehenden Straßenbahn stehen bleiben, wenn die Passagiere ein- und aussteigen. Hatte vorher schon auf der Strecke einen hellen Wagen bemerkt mit 3 jungen Leuten und hat dann nur noch gedacht, nee, also mit solchen, die haben also sich unterhalten, gestikuliert und mit solchen Leuten im Hintergrund oder vor mir in dem Fall, wollte ich also nicht, weil einmal gebremst und einmal wieder schnell weg und ich habe versucht, also an denen vorbeizukommen und hatte die dummerweise danach hinter mir. Also Moment habe ich den Wagen noch gesehen und im nächsten Moment hing der mir hinten im Heck drin. Ja. Es ist zu einem Unfall gekommen. Ja, ein Auffahrunfall, der also ziemlich schlimm war. Ich bin 2 Meter nach vorne gedrückt worden mit dem Wagen. Und durch dieses Ziehen, wo also beim Zurückprallen auch der Gurt dann gegen den Bauch gedrückt wird. Also wir müssen das mal erklären. Du warst zu der Zeit warst du schwanger. Ich war in der 23. Schwangerschaftswoche. Und dieser Unfall hat mit ausgelöst, dass du ein Kind von den Zwillingen verloren hast. Ja, nein. Den Zwilling habe ich beim Spirale ziehen verloren. Was hat das jetzt mit dem Autounfall auf sich? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Mit der Spirale, das hast du gerade am Anfang erzählt. Ja, die Schwangerschaft war von Anfang an Horror. Das meine ich damit. Ich habe mich dann auch getrennt während dieser Zeit. Im Oktober bin ich also weg. Also Moment, wir müssen mal sonst kommen wir ganz durcheinander. Dieser Autounfall hatte direkt keine Auswirkung auf... Doch. Durch das Fehlen des Fruchtwassers nach 2 Wochen ist meine Tochter wie auf dem Trocknen gewesen, wie auf dem Trockendock. Ich habe also jede Berührung ganz schlimm empfunden. Also dass du ein Kind verloren hast, das war vorher schon geschehen? Ja. Das war vorher schon geschehen? Das ist in der 5. bis 7. Schwangerschaftswoche wahrscheinlich passiert. Kann man sagen, dass dein Kind
so wie du es gerade beschrieben hast, behindert auf die Welt gekommen ist. Ja, ja. Kann, ist mit Sauerstoffmangel, also durch den Sauerstoffmangel hat sie einen frühkindlichen Hirnschaden, ja. Ist 100% behindert, hat also einen Schwerbehindertenausweis, mhm. Und mit Begleitung. Mhm. Und der Zusammenhang ist klar durch diesen Autounfall. Ja. Das kann man so sagen. Durch das Ziehen der Spirale kommt der Sauerstoffmangel und durch den Auffahrunfall kommt der Autismus, den sie noch dazu hat, dass sie also keine Berührung anfangs empfinden wollte, konnte. Mhm. Das war also für sie Terror in dem Moment. Mhm. Also sie konnte es nicht, Haut auf Haut war für sie das Schlimmste, was gab. Mhm. Ich musste sie also in der ersten Zeit mit Handschuhen pflegen. Sie ist jetzt 19? 18. Wo lebt sie? Lebt sie bei dir noch? Seit 2,5 Jahren kann ich sie selber nicht mehr. Ja, also ich könnte sie um mich rum haben, mhm. Aber sie wird aggressiv, wenn irgendwas nicht direkt klappt. Mhm. Sie braucht ihre festen Riten und ich bin leider ein sehr sprunghafter Mensch. Wo lebt sie? In der Pflege- und Lebensgemeinschaft für autistische Menschen. Mhm. Besuchst du sie dort? Ja. Sie ist ein autistisches Mädchen, eine autistische junge Frau, also ein Mensch, der ganz in sich verkapselt ist. Durch die Festhaltetherapie nicht mehr. Wie ist das, wenn also du sie kann sich jetzt öffnen, sie kann auch in unserer, wie man so sagt, ihrer Welt, unserer Welt. Also sie kommt jetzt in unserer Welt besser klar. Mhm. Wie ist das, wenn du sie besuchst? Freut sie sich dann? Ja. Ja. Sprecht ihr? Also, kann man sie auch sprechen? Sie tanzt unheimlich gerne und dann tanzt sie vor einem, als wenn sie ihre ganze Freude rauslassen muss in dem Moment. Was dann ja ein sehr schönes Gefühl für dich ist. Ja. Ein Glücksgefühl sicherlich. Ja. Dennoch ist das Ganze natürlich sehr dramatisch und sehr schlimm. Und somit verstehe ich auch, wenn du sagst, wenn ich an Autos denke, dann hast du Magenschmerzen. Ich habe immer noch Beklemmungen, wenn ich zum Beispiel bei einem Auto, das hinter mir fährt, die Scheinwerfer nicht mehr sehen kann. Mhm. Weil ich denke, der sitzt mir gleich hinten drauf. Mhm. Ich höre so Stimmen bei dir im Hintergrund. Ja, Moment, das ist... Da so. Läuft noch was. Ja, nee, das war ein anderes Programm für meinen. Ich merke, dass du sehr stark noch emotionalisiert bist, wenn du daran denkst. Ich habe sie gestern gesehen, deswegen. Mhm. Ich war im Endeffekt vor 7 Stunden mit ihr, vor 8 Stunden, knapp eine Stunde zusammen und... Das ist emotional immer ziemlich aufwühlend. Wie oft überhaupt siehst du sie? Also im Moment etwas mehr. Zeitlang konnte ich nicht, weil ich es nicht ertragen konnte, dass ich sie wieder da lassen musste. Was heißt denn mehr? Wie viel Mal im Jahr? Also vorher waren es 6 bis 8 Wochen und jetzt sind es 2 bis 3 oder wenn irgendwas zwischenkommt, 4 Wochen. Ist. Verstehe. Und dadurch das Aufgewühltsein auch noch, weil es gerade... so nah hinter dir liegt. Ja. Ich würde gerne dir vorschlagen, dass du noch einige Worte mit meiner Psychologin sprichst, mit der Elke. Mhm, möchtest danke. Du das? Ja, gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich an. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir und deiner Tochter natürlich von Herzen alles Gute und alles Liebe. Und ich danke dir für deine Sendung. Vielen, vielen herzlichen Dank, Andrea. Tschüss. Und weiter geht es mit der Caroline. Und die ist 47 Jahre alt. Hallo, Caroline. Ach, Caroline ist weg. Da ist die Leitung geplatzt. Dann machen wir weiter mit Stefan. Stefan ist 29 Jahre alt. Hallo, Stefan. Stefan ist auch weg. Was ist denn los? Oh, oh, oh. Der böse Computerwurm. Ich ahne schon wieder was. Ich traue mich jetzt gar nicht, die nächste Leitung zu drücken, ob denn René da ist. Hier steht René 27. Ob er denn da ist? Hm, hm, hm. Hallo René? Ja, hallo, ja, ich bin da. Er ist da. Wunderbar. Ich dachte schon, unser ganzes System wäre wieder abgeschmiert hier. Nee, ich bin dran geblieben. René, 27. Ja, auch genau. Auch zum Thema Autos angerufen. Ja, ich wollte einfach mal erzählen, dass es halt auch total verrückte Autofreaks gibt, die selber gar kein Auto besitzen. So zum Beispiel du? Ja, genau. In Nissan. Also ich beschäftige mich halt, seit ich 16 bin, sowas, hauptsächlich mit Autos und Motorsport. Ja. Und bin da halt irgendwie, ich weiß auch nicht, einfach bin ich da drauf gekommen mit meiner ersten Autozeitung, die ich mir gekauft habe. Mhm. Und als ich 18 war, habe ich einen Führerschein gemacht und dann habe ich erst so richtig Blut geleckt. Mhm.
Und dann im Laufe der Zeit bis jetzt, also ich bin jetzt 27, bis jetzt habe ich mir halt insgesamt so gute 50 Mietwagen geholt und habe halt eigentlich alles Geld, was ich irgendwie durch Arbeiten verdient habe, dafür ausgegeben. Ach, und warum hast du dir nie ein Auto gekauft? Ja, weil ich das erste Mal, also am Anfang, gleich nach dem Führerschein, da konnte ich's, da ging ich noch zur Schule und da konnte ich es mir finanziell einfach nicht leisten. Dann habe ich mir mal einen BMW gekauft, so für 1000 Euro, so eine uralte Karre. Die hatte ich 3 Monate, dann war sie so kaputt, musste ich sie wieder verkaufen. Und dann hatte ich mal das Glück, einen richtig tollen Mercedes zu fahren, oder es war ein Audi, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Und dann habe ich halt erst gemerkt, das ist ja eine ganz andere Welt, wenn du so einen super tollen Wagen fährst, der halt die finanziellen Mittel von mir über alles springt. Ich verstehe. Und dann ist das natürlich verlockend, die zu mieten, weil das irgendwie billiger ist, als sich natürlich so ein Auto für 80.000 Euro zu kaufen. Ja, das wäre für mich finanziell absolut unmachbar. Ja. Und ich habe halt dann auch noch das Glück gehabt, dass ich bei mir in der Stadt ein Autohaus habe. Die haben eine Autovermietung. Das ist ein Audi-Autohaus. Und da habe ich dann angefangen, mir als erstes einen Golf zu mieten und einen A3. Und dann ist es dann immer weitergegangen bis zum über A6, A8, ja. R6. Das ist ein Audi mit 450 PS. Wahnsinn, ja. Und lauter so Wagen. Also bist du Top-Kunde bei denen? Ja, ich habe da schon ziemlich viel Geld gelassen. Also so viel, dass ich mir echt ein Auto hätte kaufen können. Ich wollte gerade fragen, hast du das mal so überschlagen, wie viel Geld du schon für Leihautos ausgegeben hast in all den Jahren? Also gestern, wo ich den Aufruf in der Sendung gehört habe, da habe ich es mal überlegt und ich denke, naja, so 15.000 Euro könnten schon gewesen sein. Dennoch. Also auch mit Benzin. Ja, ja, dennoch ist es immer noch billiger, als sich selbst so einen Schlitten fast neu zu kaufen, ne? Weil die großen Autos sind ja nun so unglaublich teuer. Ja, das ist für mich nicht machbar. Also das letzte tolle Auto, was ich hatte, das war ein Audi A8 und der hat 105.000 Euro gekostet. Wahnsinn, das ist... Das ist schon pervers teuer, ne? Also so ein Auto zu fahren. Ja, das ist. Aber es macht halt total Spaß. Ja. Also wenn du selber kein Auto hast und deine Freunde und Bekannte, die haben alle bloß so ein 2er Golf oder ein Corsa. Und dann kommst du mit dem A8 vorgefahren, ne? Und ja, dazu kam es gar nicht. Ich war den ganzen Tag dann auf der Autobahn. Wie lange hast du die Autos immer? Ja, manchmal, je nachdem wie viel Kohle das ich halt habe, entweder 24 Stunden, das ist so die kleinste Mieteinheit, das sind dann die Kilometer frei. Und wenn es geldmäßig ausgeht, dann bin ich halt in ganz Deutschland unterwegs auf der Autobahn. Und einmal, also mein Rekord sozusagen, der liegt bei 1900 Kilometer in 20 Stunden knapp. Also ich bin in der Früh um 8 Uhr los. Am nächsten Tag in der Früh um 3 oder sowas wieder nach Hause gekommen, dann 3-4 Stunden geschlafen und dann in der Früh wieder ab zur Autovermietung und das Auto halt zurückgegeben. Also ist das fast schon so eine richtige, Sucht ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du denkst immer schon darüber nach, wann kann ich mir wieder einen leisten, wann hole ich mir wieder einen und wann ist der nächste Spaß angesagt? Ja, so ungefähr, aber jetzt ist es schon so, dass ich mir denke, naja, vielleicht sollte ich doch lieber ein bisschen langsamer tun und mal mein Geld sparen, um mir vielleicht doch mal selber ein Auto kaufen zu können. Was machst du vom Beruf? Jetzt gerade im Moment bin ich arbeitslos seit ein paar Wochen, aber ich hatte jetzt ein Vorstellungsgespräch vorgestern und in 2 Wochen werde ich wieder anfangen als Auslieferungsfahrer. Ach so, als Fahrer, also ja. Dann bist du mit Autos ja schon vertraut. Was? Also ich habe auch beruflich immer als Auslieferungsfahrer gearbeitet oder so, auch als Blutkonserventransportfahrer. Da war ich 24 Stunden rund um die Uhr immer auf Abruf verfügbar und da kam ich auf bis zu 30.000 Kilometer im Monat. Es ist schon verrückt, wenn man das so hört, was Autos schon für eine Faszination auf Menschen ausüben können und was Menschen alles für oder wegen Autos tun. Ja, also da muss man schon, eigentlich selber schon Kopf schütteln. Ja, aber Wahnsinn. Von all den Autos, die du dir geliehen hast, welches hat dir am besten gefallen? Der A8 und ein RS6. Also die Autos, also der A8, der hatte knapp 300 PS und der RS6, wie gesagt, vorhin 450. Und da fährst du auf der Autobahn die Auffahrt hoch, so mit 50, 60, schaust, ob alles frei ist und dann bei einer Automatik drückst du das Gas voll durch, Kickdown und du schießt halt echt jedem Auto, was da unterwegs ist, davon und es kommt dir nicht mal einer hinterher. Also darf ich mit dir gar nicht über gesetzliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen reden? Oh, da bin ich, also ich halte mich schon an Geschwindigkeitsbegrenzungen, sofern sie vorhanden sind, aber... Also ich muss dir sagen, ich fahre sehr gerne Auto. Ich fahre auch kein Schnellauto. Dennoch bin ich für eine gesetzliche Bestimmung 130 auf allen Autobahnen in Deutschland.
Ich weiß, da mache ich mich immer sehr unbeliebt bei Autofahrern, aber da ich selbst gerne schnell fahre, kann ich das auch immer gut sagen, weil die Gefahrenmomente gigantisch sind, die dadurch entstehen und es passieren so viele Unfälle und so viele Menschenleben könnten gerettet werden. Guck mal, ich vergleiche es immer mit Amerika, dieses riesengroße Land, da darfst du nicht schnell fahren. Und wir in unserer kleinen Bundesrepublik Deutschland, wo alles verwoben ist mit Autobahnen, brettern manchmal wie die Idioten darüber. Ja, also es ist wirklich das letzte Refugium auf der Welt, so für Raser, dass es eigentlich noch gibt. Ist Deutschland, ja. Wenn Amerikaner zu uns hier rüberkommen, die schütteln immer den Kopf. Oder ich finde das völlig verrückt. Ja, oder sie freuen sich, dass sie mal Gas geben können. Ganz genau. Ja, ich weiß, ich habe die 130 Richtgeschwindigkeit, das ist ja angesagt bei uns. Ja. Und ich hatte auch schon einen schweren Unfall auch mit dem Mietwagen. Und da hatte ich, also Ausgangsgeschwindigkeit von dem Unfall, die war 250. Siehst du? Und da musste ich dann, weil ein anderer Verkehrsteilnehmer auf der rechten Spur unterwegs war, es war eine Strecke, einen guten Kilometer konntest du weit sehen. Mhm. Und es waren genau zwei Autos auf der ganzen Piste rechts unterwegs und ich kam halt links an. Mhm. Und es war ein junges Mädchen, was in dem Auto gefahren ist. Mhm. Und die hat nicht in den Rückspiegel geguckt und ist einfach rausgezogen. Mhm. Und ich musste halt dann von 250 voll in die Eisen runterbremsen, was gegangen ist. Und es kam dann Gott sei Dank nicht zur Kollision, ich konnte noch ausweichen, aber es war halt dann so ein abruptes Manöver. Aber schönes Beispiel, wenn du nur 130 gefahren wärst, wäre es noch harmloser abgegangen. Deswegen bekam ich dann bei der Gerichtsverhandlung eine Teilschuld, weil bei 130 der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Lieber René, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, und es hat mich gefreut, mir das zu quatschen. Ja, gebe ich zurück und gute Fahrt und vor allen Dingen eine unfallfreie Fahrt wünsche ich dir. Ja, es ist jetzt schon ein paar Jahre her mit dem Unfall und seitdem ist nie wieder was passiert. Na, Gott sei Dank, so soll es bleiben. Ja. Tschüss. Tschüss, René. Ciao. So, weiter geht es mit Sabine. Sabine ist 24. Hallo, Sabine. Hallo, Domian. Auch noch zum Thema Auto. Ja, ich habe meine Zwillinge im Auto entbunden. Nein, du hast Zwillinge im Auto entbunden? Ja. Wie alleine? Ja. Das ist ja verrückt. Wann, wie, wo? Erzähl. Das war vor 2 Jahren. Ja. Ich war mit meinem Mann in Holland meinen Schwager besuchen. Ja. Dem ging es körperlich sehr schlecht und ich war Anfang des 9. Monats. Und wir hatten uns auf einem Campingplatz eingemietet. Mhm. Und waren dort mit unserem VW-Bus und hatten da so ein Vorzelt aufgebaut und so. Und nachdem ich ja hochschwanger war und irgendwie meine Ruhe wollte, bin ich dann abends etwas früher zurück auf den Campingplatz. Mhm. Und dann war es so, dass ich dort war und Wehen gekriegt habe. In dem VW-Bus? Im VW-Bus, ja. Und da war nichts mehr mit, dass du andere Leute benachrichtigen konntest? Ich habe dann meinen Mann angerufen. Ja. Und er hat sich auf den Weg gemacht, aber als er kam, war das erste Kind schon fast da. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und das andere kam dann auch noch im VW-Bus zur Welt. Ja. Also sind das Jungs oder Mädels oder gemischt? Zwei Mädels. Wenn das keine Rennfahrerinnen wären. Das ist ein VW-Bus. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, aber dann bist du wahrscheinlich ins Krankenhaus gefahren, ne? Oder? Ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren anschließend. Aber es ist alles in Ordnung, Kindern geht's gut. Mhm. Wir konnten sie auch gleich wieder mitnehmen. Im VW-Bus? Also, ja, genau. Was ist das für eine schöne Geschichte für die Kinder später mal, wenn du ihnen das erzählst? Ja. Eine Geschichte, die sie das ganze Leben lang begleiten wird. Genau, ja. Der VW-Bus existiert ja noch? Der existiert noch, ja. Das heißt, den könnt ihr doch gar nicht verkaufen oder abgeben. Nee, hat irgendwie Antikwert. Aber hallo. Hast du da in dem Moment Angst gehabt, als du dann in den VW-Bus... Also ich hatte schon ziemlich Angst. Also, glaube ich. Ja, so ganz allein. Und ich habe dann probiert, mit einer Nachbarin zu reden, die nur den Kopf geschüttelt und ist weggelaufen. Und die ist weggelaufen? Ja. Und das sind wir Nachbarn. Also die hat mich auch nicht verstanden. Ach so. Das war ja in Holland. Ach so. Und, ja, die Holländer verstehen das dann nicht, wenn eine Frau im VW-Bus liegt und sagt, ich krieg gerade zwei Kinder. Ja, also, und mein Mann, der hat halt einfach seine Zeit gebraucht, bis er da war, konnte er nicht fliegen. Mhm. Also, und dann war es auch noch viel zu früh natürlich. Ja, also ach so, 2 Wochen zu früh. Ja. Aber es ist alles gut gegangen, Kinder sind wohl auf, super Geschichte und haltet den VW-Bus in Ehren. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Liebe Sabine, schönen Gruß an deine Familie. Ja, danke. Tschüss. Eine gute Sendung hast du übrigens. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute von uns. In der Technik war Malte Imels. Morgen
erklären wir uns hier zum Hurentag. Ich möchte gerne morgen mit sehr vielen, nicht ausschließlich, aber mit sehr vielen Mädels aus dem Milieu sprechen, mit Huren. Und ihr könnt eine Stunde morgen vorher wie immer anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Oder ihr könnt mailen unter domian@wdr.de. So, und am Samstag ist Marie-Louise Marian mein prominenter Gast. Und da könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr das gerne wollt. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und alle, die auf der Straße unterwegs sind, gute Fahrt. Tschüss.